Bonusmaterial. Ich hatte es nämlich beinahe schon wieder vergessen. Und lag das Horn da schon immer auf dem Tisch oder liegen die Gegenstände jetzt da, weil ich das Spiel durchgespielt habe? Mich ist lustig, also die Thermoskanne, die da steht, genau die gleiche Thermoskanne habe ich auch. Unabhängig davon, Bonusmaterial. Und zwar darf ich diesmal keinen Fehler machen, weil ich habe es beim letzten Mal geschafft, in Uncharted 4, was ich bis heute noch nicht als Video gemacht habe, dass man, da muss dieses Bonusmaterial mit so Punkten kaufen. Und diese Punkte kannst du auch für irgendwelchen unsinnigen Quatsch ausgeben. Und das, was mich eigentlich interessiert, sind ja diese Artworks, die ich hier gerne am Ende mal angucke. Und ich habe die Punkte für alles außer diese Artworks ausgegeben. Jetzt habe ich nicht mehr genug Punkte. So, fangen wir erstmal mit den Handybildern an. Das ist ja recht schnell. Die haben wir ja in den Ingame schon 20 Mal durchgeguckt. Zoom. Genau, das war das erste Ding. Warte, kann ich das machen? Ja, das. Nee, jetzt kreuche ich in der falschen Rede. Moment. Genau, wir waren erst an der Tür. Dann. Hä? Achso, nee, wir haben das mitgekriegt. Genau, dann haben wir ja Asaf gesehen. Da waren wir doch in Dings. Kann ich irgendwo nicht sehen, wie viele Bilder ich verpasst habe? Da war der Affenfels, das war das Ding. Das ist der Affe. Das Ding. Die Affen, Quatsch, die Elefanten, ja genau, Affen. So, Belur, noch mehr Belur. Die Stadt hat aber in diesem Teil nicht überlebt, ne? Es ist ja nicht alles überschwommen, es ist ja nur dieser eine Abschnitt, wo du auch eigentlich... Ich nehme mal stark an, ich hab wieder alle Handybilder übersehen, die man immer sehen kann. Und das... Naja, ah, okay, warte mal, stattdessen, wir können ja bestimmt sehen hier, Seilschwingen Folge 3. So, insgesamt gesammelte Schätze, okay, ich habe die am Anfang halt übersehen, ne, diesen Spiel, Fotogelegenheit. Alter, wirklich? Optional Gespräch, wieder drei Gespräche, ach, das, gut, Vorratskisten, ja, sehe ich ein, verwendete Waffen sehe ich auch ein, aber ich hab 7 Fotogelegenheiten verpasst. Es ist eine Frechheit, ich bin so viel rumgelaufen, habe wirklich alles geguckt und dann habe ich 7 Stück verpasst, naja. Ich habe an einigen Stellen auch gesagt, dass das, hier... Genau, du kannst nämlich hier diese Add-ons kaufen, hier den Spaß, hier zum Beispiel Rendering-Modi, und dafür kannst du Punkte ausgeben. So. Und ich habe letztes Mal das ganze Zeug gemacht, und dann habe ich ganz am Ende, habe ich mir erst dann die Dinger, ja, diese Bildergalerien freigeschaltet, und hatte dann aber keine Punkte mehr, weil ich die Punkte davor alle aufgenommen habe. Dann habe ich nebenbei noch, gemerkt, dass ich das Mikrofon gemutet hatte und dessen das Backup gefunden nutzen muss, was total dämlich ist. So, gucken wir uns mal die Bildergalerie für das Prolog-Dings an. Achso, das sind diese Dingens hier. Das, ja, das sind die Lasten, die sich reingestichen hat. Ach, das Bild, das gibt es tatsächlich jetzt gezeichnet? Aber das hat genauso im Spiel stattgefunden. Okay, das haben sie ziemlich realitätsnah umgesetzt. Das ist die Stadt immer noch. Ich weiß übrigens nicht, welche Stadt das darstellen soll. Chloe in verschiedenen Haltungen. Sehr bunt auf jeden Fall. Longyear? Quarter? Quarter? Achso, Quarter, ja. Gut. Ihr Charakterdesign müsste doch eigentlich schon relativ lange fertig sein, oder? Der Aufstand? Achso, die zerstörte Stadt. Das ist auf jeden Fall unsere Tür. Die Durchbrüche. Das gab's nicht, oder? Das mit diesen kaputten Wasserrohren. Ich mache mir übrigens immer, wenn ich so Katastrophenfilme sehe oder so, wenn dann so Gebäudeeinbrüche sind, wo dann halt wirklich das Wasserrohr durchgebrochen sind, die durchlaufen. Irgendwo muss ja Wasser rauspumpen. Das ist ja ein ständiger. Das ist ja irgendwie ein ständiger Verlust. Ne? Das fragt mich, wie schnell das relevant wird für so ein größeres System. Ach ja, die Flure, ich erinnere mich. Das war auf den Pink... Wie hieß das Ding? Pink Lotus, genau. Hieß oben auf dem Dach. Ein paar schöne Straßenszenen, ne? Ja, vor allen Dingen, das... Gibt es nicht in der Kashmir-Region irgendwie Bürgerkrieg? Ich habe das bis heute nicht gegoogelt, um nachzugucken, auf was das ist. West needs redesign. Das hatte sie nicht genau die gleiche Weste vorher angehabt. Wie sieht mir, fällt mir jetzt so auf, Bernardine ist das irgendwie, ist dieser Überwurf, das sieht nicht wirklich aus wie eine Tarnung, ne? Das ist eher so ein Camouflage zur Entfernung. Aber ich glaube, sie sah am Ende sah sie so aus, ne? Ohne das Hemd. Also das linke Bild davon hatte das Hemd so drauf mit der A-Variante. Aha. Im Mittleren sieht sie irgendwie wesentlich freundlicher aus als mit den. Mit den Dingens. Filtration? Ah, da war mal da. Bei manchen Bildern, das sind. Sind das Renders oder haben die das wirklich gemalt? Ich meine, das sollten ja. Ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass die Kunstgalerie oben auf diesem Gebäude ist. Ach, guck mal, das ist die Scheibe. Wie auch immer, die so filigran nicht verdreckt ist für die Jahre, ne? Dass keiner versucht hat, das Ding immer so zu drehen. Ah, die ziehen sich schon. Ach, Ola Asaf. Das Bild sieht irgendwie so aus wie gemalt und der Kopf ist irgendwie animiert oder so. Wahrscheinlich. Nee, warte, das ist den Kopf. Der Kopf ist einzeln gemalt und der ist auf verschiedene Aussehens draufgepackt. Ach, guck mal, sie haben ihn auch versucht, mit Augenklappe zu machen. Das ist ja witzig. Oder mit einem blinden Auge. Dann haben sie sich dann doch zu zwei gesunde Augen entschieden. Na ja gut, das ist näher so zu Glatzkopf. Das hat nur mit Lazarevich gut geklappt. Ja, das verstehe ich schon. Heimkehr? Warum eigentlich Heimkehr? Das Boot? Die komische Konstruktion. Landschaftlich auf jeden Fall sehr schön, das Dings.
Das war auch eine wichtige Szene. Aha, was hat denn da noch für eine komische Militärleggings an? Gibt es übrigens wirklich so bessere Dings? In allen möglichen Lebenslagen. Also auf dem Bild sieht Nadine irgendwie aus wie ein Tourist mit dieser komischen, mit der Weste. Uncharted 4 DLL Nadine. Ach so. So sah dann Uncharted 4 aus und das ist dann der Übergang. Ah ja. Okay, mit der, die Mütze ist glaube ich auch nicht gut für sie. Westguards? Ganisha structure should be pulled up in the cap off by wounded or blocky top piece as shown here. Aha. In Ganisha's architecture, horizon is always dominant. We should feel the weight and bottom heaviness of all Ganisha shrines and architecture, which is greater and removal of obstacles. Ach so, das sollte gleich eine Botschaft sein. The detail should be slightly less busy and simpler than Shiva's. We have details on the and busy as Shiva architect. Ach, die verschiedenen Dings hatten sogar Architekturdinger drin. Oh, trees. Idea of avoiding verticals and sharp shapes applies to plants and trees as well. Instead of hanging vines vertically bends them to create more rounded shapes. Ach, das ist, da war eine Art Direktion hinter. So you can forge verticals to be dominant by creating bevels on structures that require some steeper orientation. Achso, also diese Abstriche soll sie machen, um das Ding trotzdem kleiner aussehen zu lassen. Chief's architecture, verticals are always dominant, living in overall spiky silhouette shapes. The field should be more aggressive and less stable and bottom heavy than Ganesha's. The bottom section can be more rectilinear, followed by a middle section which adds some details and unique centerpiece or focal point, then followed by an ornated pointed spire on top. Also die Dinger sollen immer irgendwie hoch aussehen und wenn das Ding halt doch irgendwie breit muss, kann man da ein bisschen was reißen. More ornated. Mhm. Plants should be spiking directionally oval compared to the forest region of Ganesha. We can have Shiva take a more of jungle feel. Aha. Rocks can also be sheared off in direction of sharp nature. Jana India is a good bit of real life. Aha. Ah ja. Also das ist anscheinend die Jana-Region, das ausgelegt ist. Ah ja. Guck mal, das ist wieder unsere Elefantenscheibe. Irgendwo ein groß. Ich habe die Scheibe nie so richtig gesehen. Ganesha. Transition. Shiva. Ach so. Ja, das ist natürlich komplett über meinen Kopf gegangen, habe ich nicht gesehen. Ach, schön. Hat diese Tempel, diesen komischen Dings da. Hat die irgendwie voll eine Bäume. Das Ding erinnert mich auch noch ganz gut dran. Ach, die Schalterteile. Haben wir Landschaftsbilder. Das war das Teil, wo wir die Scheibe reingepackt haben, ne? Oder? Ja, das war eins von diesen Rätselteilen. Und die Karte mit den optionalen Dings. Und das Ding, wo ich mich angestellt habe, wie der letzte Horst. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die große Schlacht. Aha, die vielen Leichen. Warum haben wir die da nicht noch da liegen, ne? Das war das Halterdings. Wie auch immer das nach alter Zeit. Das alleine wäre schon aus genug Gold gewesen, um gutes Geld daran zu verdienen, ne? Ja, die Ganesha-Statue. Hm. Ja. Oh. Die Konstruktion. Okay, es ist einfach nur ein schwarzes Bild. Hallo? Wir versuchen das nochmal. Aha. Ach ja, das Wasserrätsel, ja. Das Ding raus. What is? Ah ja, hm. Die Torwächter. Schön, dass die Sachen solche Namen haben. Ach ja, da haben sie Sam gefunden. Okay, die Szene hatten sich vorgestellt. Die Nandi, die... Also Nandi ist eigentlich ein Stier, wenn man noch an den Hörnern sieht. Aber ich glaube, das Spiel hat gesagt, dass es eine Kuh ist, ne? Ich hätte das ja irgendwie mal neulich nachgeschlagen. Ja, ganz große Kuh auf jeden Fall. Ist großartig. Ja, das waren ein paar schöne Bilder. Ach, guck mal, Asafs Army Medium. Also die sahen dann aber irgendwie anders aus, ne? Also gut, das war wahrscheinlich nur die Rüstung, weil das Gesicht ist ja immer das gleiche bei denen. Weil die sahen dann vom Gesicht her auch ein bisschen anders. Grenade Unit? Sniper Unit? Also, die Sniper habe ich nie so nah gesehen, weil ich die ja dank Aimboard einfach weggehauen habe, bevor die auf tolle Ideen kommen. Ich merke, mir fällt mir gerade, dass dieses blaue T-Shirt nicht die beste Idee war. Na gut. Hunter? Ja, die sind so nervig. Base, fertige Column Pattern, RIP. Was? Do we can adjust pants to match? Ach so. Hm. Okay, die Typens. Gegner sein. Das verlorene Vermächtnis. Ach so. Die Stadt war tatsächlich das Vermächtnis, aber für. Nein, das haben wir schon gesehen. Das ist das, das Horn. Das Horn hat bestimmt nochmal ein eigenes Bild, oder? Das sieht auch schon wieder so nach Photoshop Magic aus, ne? Also vorne Chloe ist das Dings und der Hintergrund ist gemalt. Na gut, so Konzeptbilder sind. Da geht es ja vor allen Dingen darum, irgendwie so Level Design und Dings einfach das Gefühl zu verkaufen, ne? Jede Menge Sinnlos rumstehen. Sam, dass er immer auch rauchend dastehen muss, ne? Er hat so ein bisschen was von Sully, ne, mit diesem Hemd. Alle haben sie die guten Schuhe. Ha. Huh.
Schiene Sidowski. Partner? Achso. Ach, das war ganz am Ende, in der Höhle da. Da ist er noch da ja schießen können. Den Bild hat natürlich einen ganz schön breiten Arsch. Na gut. Das Ding, a man knows. Was? Was soll uns das sagen? Walker T-Shirts. Der gute Walker. Endstation? Die Bombe? Das ist, auf den Bildern wirkt es halt eher so, als wäre es verlassen. Dadurch, dass wie. Na gut, hier ist draußen so ein bisschen blau, aber hier auf dem Bild ist es im ersten Blick nicht zu erkennen, dass der Zug sich gerade schnell bewegt. Da wirkt sie eher versteckt, ne? Na gut, das waren nicht viele Bilder. Und Finale? Naja, das. Ich habe auch eine kleine Screenshot-Galerie gemacht. Also aus den Zwischensequenzen vor allen Dingen. Also nur aus den Zwischensequenzen einfach, weil in-game im Spiel ist ja irgendwie komisch. Und. Ach ja, die Brücke. Also kaputte Sachen zu rennen ist, glaube ich, schwieriger als heile Sachen. Wenn die Sachen richtig kaputt sein sollen, ja, das sind die Endcards. Oha. Naja. Na gut, das waren die Bildergalerien. Dann können wir uns noch die Modellgalerien angucken. Können Chloe noch umdrehen? Ja, hier so sitzt sie wirklich luftig leicht. Also wie alt ist Chloe eigentlich laut Story? Chloe 2? Was ist der Unterschied zwischen Chloe 1? Achso, warte mal. Hier ist sie noch sauber und Dings. Und das da ein Dings. Okay. Chloe Start. Ja, mit ihren lustigen. Mit ihren lustigen. Naja, ein Kleid ist es ja gar nicht. Ist es eigentlich ist es nur ein. Trägt man so ein Dings als Kleid wahrscheinlich nicht, oder weil es wäre viel zu hoch geschlitzt. Das wäre ja quasi dumm. Wenn man das nur als Kleid tragen würde, würde man ja entweder nackt oder ohne Unterwäsche darstellen. Nadine? Oh, das steht ja irgendwie ganz schön lange hier. das ist auch noch sauber, ne? Da ist es schon ein bisschen angeschlagen und sieht schon ein bisschen fighty aus. Und das, wie es in der Stadt aussieht. Samuel Drake? Also ich kaufe jetzt einfach so lange Sachen, wie ich kann, ne? Hat immer so einen kleinen Mini-Holster. Aber ist kein Fan von so Schulterholz. Obwohl, die haben alle so Beinholster, ne? Was wahrscheinlich so schultergeholzerte Dings, die du an so einer Hüfte hast, wahrscheinlich, wenn du viel rumkletterst, eher unpraktisch. Aha. In der Stadt? Hä? Aber man hat die noch nie in der Stadt getroffen. Oder? Oder habe ich das verpasst? Wie heißt sie? Menu. Ah ja. Ist aber auch sehr farbenfroh, ne? Asaf? Nein, ich bin nicht zurück ins Hauptmenü, ich habe mich verklickt. Mit seinen komischen Schuhen. Hat er jetzt die gleichen Schuhe wie seine Leute? Weil er hat nämlich so eine Schulter geholzerten Dings, aber er klettert auch nirgendwo umher. Und Asaf schon ein bisschen leicht durch den Wind. Wie schafft es eigentlich, dass die Haare vorwurdeln? Also ich hatte das eine Zeit lang auch so, bis meine Haare wieder noch ein Stück länger geworden sind. Also vorher hat er sie mal zurückgegeben und hat das aber nachgelassen. Ah, ich verstehe. Orca? Er sieht doch aus wie der absolute Dude, oder Orca. Gut, der ist auf jeden Fall gut ausgerüstet. Orca 2, nachdem er abgestürzt ist. Ja, gut, Orca 1 haben wir. Sandeep. Ja, gut, dass die Typen auch einen Namen haben. Oh, guck mal, er hat ganz viele Uhren bei. Das sichere Zeichen dafür, dass jemand auf einem Schlachtfeld geplündert hat. Es gibt von diesem legendären Berlin-Bild, was 2 Tage später gemacht wurde, wo die russischen Soldaten über den Reichstag diese Fahne raushängen. Da gibt's, das Bild musste nachretuschiert werden, weil einer der Soldaten auf dem Bild hat 2 Uhren bei, oder glaube ich sogar 3. Und das hat ein sicheres Zeichen dafür, dass geplündert wurde und das wollte man nicht machen. Was, 7? Ja, das sieht total vertrauenswürdig aus. Ein Elefant! Oh. Tröd. Tröd. Gelände war. Ich weiß nicht, warum ich das gerade überhaupt hole, das Bild, aber. Asafs Transporter. Ach, das nervige Dingsbums war Asafs Transporter. Hat ja auch diese komischen Keramikplatten oder was auch immer das sind. Das sind keine Keramikplatten, das ist bei Bohrräumen, aber diese ablative Panzerungsdings. Orcas Helikopter. So im Nachhinein, der sah uns so entfernt, seit er irgendwie. Obwohl, das ist wahrscheinlich kurz davor abgestürzt, oder? Weil so sieht er nicht mehr ganz so gut aus. Die Scheibe von der Ganesha, aber kann ich die irgendwie zoomen? Die würde ich ja doch gerne vielleicht nochmal ein bisschen näher anschauen. Weil die konnte man in-game, hatte man von der ja doch eher wenig, sag ich mal. Ich kann sie nicht so richtig, ich kann sie nicht drehen, das ist ein bisschen, ich kann zwar die Kamera bewegen, aber ich kann mich, also wenn man lieber, wenn die Kamera konstant wird, ich dafür das Objekt um 3 Achsen drehen können. Na gut, das war die Scheibe, das Auge von Shiva, das ist ja, das Auge von Shiva ist ja quasi das, die Scheibe, ne, nur in ausgepackt, quasi einmal gedreht. Die Rückseite ist immer noch die gleiche. Wie auch immer das funktionieren soll, dass das am Ende alles sich rauskommt. Dann haben wir noch Ganesha Stoßzahn. Der sah in-game im Licht, das sieht der, sah der wahrscheinlich wesentlich besser aus.
Aber wie viel kann das Ding rein? Na gut, da sind lauter Saphire drin. Da oben, die Mann, sind Rubine. Eine bestimmte Größe. Plus kulturell. Naja, das Ding wird schon recht wertvoll sein, ne? Ja, ich will zurück ins Hauptmenü. Danke. Das waren die Modelle. Und dann haben wir noch, Add-ons. Und die Add-ons sind halt diese ganzen Sachen, die ich letztes Mal aus Versehen alle gekauft, also aus Versehen letztes Mal gekauft habe in Uncharted 4. Dessen ich kein Geld mehr habe für das andere Zeug. Das muss ich da jetzt in Uncharted 4 noch Artefakte suchen, weil ich mir noch mal aufraffen kann. Designs. Chloe. Verdammt. Western. Piraten? Das ist Piraten, sieht's halt auch wie cool aus, ne? Nadine? Stadt? Land? Oxio? Ach, guck mal, sie haben alteres Schottland? Insel? Inselende. Also sie haben quasi nochmal kurz ein paar Ressourcen aus Uncharted 4 rausgeholt. Guck mal hier, ländlich, Drake, Gefängnis, Drake Büro, Gefängnis 2, Jumpsuit, Dings, Kellner, Hotel, Schottland. Also so habe ich das letzte Mal alle meine Punkte von Madagaskar. Kings Bay. So, ich lasse mal meine ganzen Punkte Wort. Oder Saf? Ja gut, das, Saf bietet jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten, sag ich mal. Ich glaube, diese Designs, das ist, glaube ich, für Multiplayer eigentlich, ne? Waffen? Ich habe ja irgendwie in diesem Teil jetzt nicht so richtig eine Lieblingswaffe. Ich habe mit der P90 habe ich ja recht viel rumgeballert. Aber ansonsten habe ich jetzt irgendwie komplett aufgegeben, weil im Vorjahr, weiß ich noch, habe ich mich immer auf diese Mettler sehr konzentriert. Und hier habe ich jetzt einfach irgendwelche Sachen genommen, ne? Das war mir relativ egal. Rendering-Modi? Ja, die hatte ich halt letztes Mal alle gekauft. Diebansicht? Was auch mal die Diebansicht sein soll. Jenseitsland? Kreidestaub? Dreifarbig? Regenbogenland? 8-Bit? Schwarz und Weiß? Blau-Orange? Elegant? Inferno? Das müssen wir vorhin gleich noch alles ausprobieren, ne? Also habe ich halt meine ganzen Punkte letztes Mal verbraucht. Warm? Eisig? Kein Grün? Kein Grün? Oh, kein Grün. Grau-Violett? Bubble Pop, Schildkröte, Puppe. Oh Mann, ey. Spielmodifikation, Spiegelwelt, Spiegelung bei Tod, Zeitlupe, Zeitlupenfeuermodus. Keine Schwerkraft, Helium-Audio, unendlich Munition. Das ist tatsächlich ein wichtiges Dings. Ich meine, der Rest ist halt irgendwie alles so ein bisschen... Ich weiß nicht richtig, was Spiegelwelt ist, aber wie gesagt, ich gehe kurz mal ins Spiel gleich rein und guck mir das mal an. So, und das war eigentlich alles, was irgendwie wichtig ist. Dann wollen wir noch mal kurz die Mehrspielermodus werde ich nicht machen. Ich hab den Mehrspielermodus vom. Wir wollen nach Westgards. Die große Schlacht. Was siehst du? Ich habe in Westgards habe ich noch nicht alle einen von vier optionalen Gesprächen nur ausgelöst. Mir fehlen doch nur drei optionale Gespräche. Das sind die alle hier. Also ich habe ein Foto tatsächlich in Heimkehr vergessen. Hier habe ich vier Fotos vergessen. Das ist klar. Eigentlich klar, es muss ja da sein. Und da habe ich ein paar Schätze nicht gefunden. Und genau hier. Oh, hier habe ich aber auch ein Foto verpasst und verlorenes Vermächtnis. Das ist ja ein Ding. Und, na gut, hier habe ich Kisten übersehen. Ja gut, da bin ich auch durchgerannt. Warte mal, ich weiß genau, wo die Kisten fehlen. Das sind die Kisten aus dem letzten Gefecht. Natürlich habe ich die nicht alle aufgemacht, weil ich wurde die ganze Zeit beschossen. Hätte ich das auch machen können. Ich mache das hier mal nochmal auf. Dann können wir mal kurz nochmal die Dinge jetzt gucken hier. Ich nehme mal irgendein Savegame dazwischen. Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt speichern möchte. Warte mal, hä? Mir fällt gerade so auf. Ich glaube, ich habe einen fatalen Fehler gemacht in Uncharted 4. Ich glaube, ich könnte einfach irgendein Safecam laden. Dann habe ich wieder meine Punkte wieder, oder? Weil er speichert ja... Oder wenn das so ist, dann kann ich das nochmal komplett neu aufnehmen. Weil... Ich dachte halt, dass diese Punkte... das muss ich mal testen. Vielleicht habe ich dann die ganzen Punkte wieder. Wir warten jetzt auf jeden Fall mal kurz ab. Während sich die Scheibe dreht. Ich möchte zumindest mal die verschiedenen Modelle auschecken, wie das in Bewegung aussieht. Weil das war jetzt gerade nicht so ganz so ersichtlich. Dafür muss man halt im Spiel sein. Und die Sekunde muss ja auch mal Zeit sein, nicht wahr? 3 Stunden später. Ja, und sonst so. Man merkt, dass Uncharted, und also Uncharted 4 und Lost Legacy, und dass das beide so auf der ausgehenden... Wow, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Ja. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, okay, ja. Mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Ja, ganz recht. So. Sieh dir mal den Turm an. Wow. Von da. So.
Ach komm, Rubiner König habe ich jetzt dauerhaft. Okay, oder Bonus. So, Designs. Und jetzt kann ich Dings. Den noch ganz. Oh, ernsthaft. Okay, das macht es natürlich ein bisschen anstrengend. Nur einen Moment. Ich kann warten. Das sieht schon. Ja. Also das Ding ist, ich glaube, Frauen haben es auch in früheren Zeiten, bevor so gemütliche BHs erfunden wurden, nicht einfach gehabt, wenn du dich halt irgendwie viel bewegen musstest und du irgendwie mit viel Brust ausgestattet bist, ne? Piratin? Ich muss die Kartoffeln jetzt quasi jedes Mal neu laden, ne? Naja, was soll's. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Okay, das ist. Oh, sie hat sogar eine Hakenhand! Wie sieht denn das aus, wenn sie was trägt? Mit der Hakenhand. Okay, die Hakenhand ist wiederum nicht ganz so cool. Sonst hätte ich das, wäre das Outfit hier auf jeden Fall mein Favorit gewesen. Na gut, wir haben ja nur Nadine bei. Achso, sie sitzt jetzt wirklich in dem Outfit da. Das ist ja witzig. Na gut. Die Zwischensequenzen sehen damit bestimmt überhaupt nicht lächerlich aus, ne? So, Waffen. Was bringt mir das? Also, ich kann die Waffe ja nicht einfach. Okay, das hat. Okay. Ich halte nach Asaf Ausschau. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen können. Das ist irgendwie anscheinend. Technisch ist es anscheinend sehr einfach so. Ist das ein Kompliment? Ja, das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf. Entschuldige, ich brauche einen Moment. Ich mag so Comic-Modus. Also, das ist halt quasi das ist der billige Comic-Modus. Aber das, weil das Spiel halt nicht darauf ausgelegt ist, aber es sieht halt trotzdem irgendwie cool aus, ne? Ich mag so Comic-Modi. Also ich werde jetzt nicht alle Rendering-Modi durchprobieren. Wow. Wie funktioniert der ASCII? Vielleicht, dass die Kamera die ganze Zeit so wackelt. Also ich glaube, er gibt. Also er randomisiert die Buchstaben, sobald sich was bewegt. Aber gleiche Pixel sind immer gleich. Guck mal, die weißen Kanten sind immer M. Also ich nehme mal an, die Buchstaben sind abhängig von der Farbe. Weil der Himmel besteht zum Beispiel nur aus U's. Das sind ganz viele U's. Schön. Ach, finde ich cool. Also nicht, dass ich das Spiel jemals so spielen würde. Aber, also in Comic könnte ich mir wirklich vorstellen, das Spiel einfach komplett in Comic zu spielen. Ich weiß nicht so richtig, was die Deep-Ansicht sein soll. Ach so. Soll das irgendwie Cheater heißen? Okay, haben wir noch was Schönes? Negativland? Ja, sieht ein bisschen so aus, als wären wir auf der anderen Seite der Realität. Kreidestaub? Ja, das sind halt so Modi, wo ich nicht so richtig weiß. Das ist halt einfach nur ein Farbfilter drüber. Jenseits, wo ich nicht so richtig weiß, was das soll. Dreifarbig? Okay, dreifarbig sieht. Oh, wie sehr interessant aus. Es hat halt irgendwie sowas von so einer. Von so einer Charakterstudio-Zeichnung. Regenbogenland? 8-Bit ist wahrscheinlich genau. Ach du Scheiße. Oh. 8-Bit verändert übrigens gleich noch die Geräusche mit. Weil. Warum auch nicht? Na gut, der Rest ist halt Fotofilter, ne? Okay, ist, ja. Naja, gut. Gibt's noch was Interessantes? Kühl Inferno. Naja. Das sind halt diese ganzen Filter, die die Spieler auch gerne mal so normal rüberpacken, um bestimmte. Bestimmte. Puppe? Warum heißt das Sepia-Dings Puppe? Um bestimmte Eindrücke zu hinterlassen. Okay, ich habe keine Ahnung, was Puppe sein soll. Weil auf dem Bild sah das irgendwie ein bisschen anders aus. Also, wenn du halt wenn du versuchen willst, bestimmte Emotionen zu erwecken. Ja, kein Grün, wenn man mitten im Dschungel steht, ist auf jeden Fall genau das, was ich mir schon immer mal vorstellen konnte. Also auf jeden Fall ganz witzig. Würde ich mal behaupten. Also ist, ja. Yep. Ob das irgendwie mal komisch gefunden hätte, wenn ich das komplette Spiel einfach in Comic durchgespielt hätte. So, Zeitlupe bei Tod. Aber dauerhaft Zeitlupe zu haben, ist ja eigentlich auch doof, ne? Yes. Aber wie Zeitlupe beim Rumballern ist nicht. Hat keine Veränderung? Das ist ja witzig. Wenn die Kämpfe werden wahrscheinlich wesentlich epischer, wenn du halt Zeitlupenschießen hast, aber es dauert wahrscheinlich auch viel länger.
Vor allem habe ich jetzt normal Zeitlupe an. Ist das Spiel damit nicht unspielbar? Ich meine, wenn du so Zeitlupe auf Taste hast, okay, aber wenn jetzt wirklich alles in Zeitlupe ist, inklusive Sequenzen und allem drum und dran. Warte mal. 98%, 99%, das liest sich ein. Siehst du, mir fällt auf, man sieht die drehende Scheibe gar nicht. Ich sitze davor. Das ist ja schrecklich. Nun. Meine Geduld nähert sich dem Ende. Ja, so hat das zu lange, so einen komischen Zeitlupenmodus zu machen. Oder ist es jetzt, muss er jetzt nochmal komplett das Spiel nochmal neu laden, weil ich jetzt 3 Meter weiter gefahren bin? Weil vorher hat er ja. Ah, jetzt. Ah, ne. Okay. Bleib hier. Okay, geh nur. Blätter. Achso, das ist nur beim Zielen. Hier, da kann man bestimmt tolle Sequenzen draus machen. Vor allem sieht man übrigens auch schön, wie dieser Punkt hin und her wackelt, den du beim Schießen hast. Der die ganze Zeit hin und her springt. Da haben wir noch was Schönes. Achso, ich habe unendlich Munition. Was ist denn Xenon-Audio? Achso, wahrscheinlich einfach nur. Okay, Xenon Audio klingt in der Tat ein wenig komisch. Ja, das hat so ein bisschen so Max Payne. Wie ist denn. Achso. Wenn du nicht Munition kannst, du quasi immer nachladen. Alter, was haben die denn? Was hat die Scheige der Pistole für Tracer? Das ist ja schrecklich. Naja, das wäre schon ganz praktisch gewesen für mich. Na gut, okay. Das war alles. Das wollte ich mir noch angucken, was Uncharted noch zu bieten hatte an Boni. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Spiel und anderem Bonusmaterial.